Das Kochen bei lebendigem Leib war eine der brutalsten Strafen der Geschichte. Wenn wir hören, dass ein Mensch bei lebendigem Leib gekocht wurde, denken wir sofort an furchterregende Barbaren, die ihr Opfer langsam quälen, oder an wilde Kannibalen irgendwo auf einer kleinen Insel, die ihr Abendessen zubereiten. Aber so weit weg und so fremd ist diese Praxis gar nicht. Vor weniger als 500 Jahren war Kochen eine Strafe, die auch in Europa angewandt wurde. Sie war für besonders schlimme Vergehen wie Geldfälscherei, Giftmord oder besonders grausame Gewaltverbrechen vorgesehen. Wenn wir uns vorstellen, wie schmerzhaft bereits ein kleiner Spritzer heißes Öl ist, dann müssen die Qualen, die diese Strafe verursacht hat, unvorstellbar gewesen sein. Je nach Ort, Zeit und Schwere des Vergehens wurden sehr verschiedene Varianten des Kochens bei lebendigem Leib praktiziert. Meist wurden große Kupferkessel verwendet, die mit Wasser, Öl, Talg, Wachs, Blei oder Wein gefüllt waren. Der Verurteilte wurde dann aber nicht einfach hineingeworfen, sondern die Strafe wurde gemäß den Umständen variiert. Die Qualen konnten beispielsweise verlängert werden, indem das Opfer gefesselt in kaltem Wasser festgebunden wurde, das dann allmählich zum Kochen gebracht wurde. In manchen Fällen wurden die Verurteilten Kopf voran oder mit den Knien auf der Brust gefesselt und mit dem Hintern voran in die kochende Flüssigkeit eingetaucht. Und manchmal wurden sie schlicht waagerecht in dem Dampf aufgehängt. Die wohl frühesten Hinweise auf Hinrichtungen durch Kochen finden wir bei den christlichen Heiligen. So sollen beispielsweise der heilige Antipas in einem ochsenförmigen Gefäß und Johannes der Evangelist während der Christenverfolgung unter Kaiser Domitian in siedendem Öl hingerichtet worden sein. Auch der heilige Veit wird oft in einem Kessel mit siedendem Öl abgebildet, aber er wurde der Legende nach im letzten Moment von Engeln gerettet. Der wohl am besten belegte Fall, in dem jemand durch Kochen hingerichtet wurde, ist der eines gewissen Richard Roos, der 1531 in London hingerichtet wurde. Dieser Mann, über den kaum etwas bekannt ist, war der Koch des Bischofs von Rochester. Er bereitete im Winter 1531 in der Küche des Bischofspalasts Haferbrei für seinen Herrn und dessen Gäste zu. Wie in dieser Zeit üblich, wurden die Überreste an die Armen und Bedürftigen verteilt. Nur kurz darauf wurde Alarm geschlagen. Denn alle, die von dem Brei gegessen hatten, waren plötzlich schwer erkrankt und zwei Bettler starben wenig später sogar. Der Bischof selbst hatte aus unbekannten Gründen nichts gegessen und blieb daher gesund. Untersuchungen ergaben, dass der Haferbrei vergiftet gewesen war und Roos wurde verhaftet und befragt. Er sagte aus, er habe als Scherz Abwehrmittel ins Essen gemischt, aber er hätte keine böse Absicht gehabt. Der König, Heinrich der VIII., genau, der mit den vielen Frauen, behandelte den Fall in der nächsten Sitzung des Parlaments. Dieses verlautbarte den Act for Poisoning, also den Erlass über Giftmorde. Darin wurden Giftmorde zum Hochverrat erklärt und die Hinrichtung durch Kochen bei lebendigem Leib als Strafe dafür festgelegt. Diese drastische Strafe wurde gewählt, weil besonders die Adligen Englands sich vor Anschlägen mit Gift fürchteten, die als eine der heimtückischsten Formen des Mordes galten. Obwohl Lebensmittelvergiftungen aufgrund schlechter Hygiene eigentlich viel häufiger waren als Mordanschläge mit Gift. Wie dem auch sei, Richard Roos wurde am 15. April 1532 in Smithfield öffentlich zu Tode gekocht. Der Henker fesselte ihn mit Ketten, band ihn an ein Flaschenzugsystem, das einem Galgen ähnelte, und tunkte den armen Koch dann dreimal langsam in einen riesigen Kessel voll kochendem Wasser. Es dauerte fast 2 Stunden, bis der arme Mann schließlich starb. Weil diese Hinrichtung besonders spektakulär war, zog sie eine riesige Menschenmenge an. Ein Augenzeuge beschrieb die Szene so: Er brüllte mächtig laut und mehrere schwangere Frauen, denen es beim Zusehen schlecht wurde, mussten halbtot weggetragen werden. Und andere Frauen und Männer schienen nicht erschrocken über das lebendige Kochen, hätten aber doch lieber den Scharfrichter am Werk gesehen.
ob und warum Ruth zum Gift gegriffen hat, ist bis heute nicht geklärt und es rankt sich eine Reihe von aberwitzigen Theorien um die Geschichte. Böse Zungen behaupten sogar, der König selbst habe Ruth beauftragt, den Bischof zu vergiften, weil der ihm als Vertreter der Kirche verbot, sich von Katharina von Aragon, der ersten seiner 6 Frauen, scheiden zu lassen. Während aus England nur 3 Hinrichtungen durch Kochen bekannt sind, bei den anderen beiden handelte es sich um Frauen, die ebenfalls des Giftmords beschuldigt wurden, wurde die Strafe dort offiziell bereits 1547 wieder abgeschafft. Aber England war bei weitem nicht das einzige Land, das diese Strafe angewandt hat. In vielen Regionen der Welt, von Schottland über das Heilige Römische Reich und Frankreich bis hin zu verschiedenen asiatischen Ländern, sind Hinrichtungen durch Kochen belegt. Entsprechend zahlreich sind die Beispiele für solche Hinrichtungen. In Kyoto soll beispielsweise der legendäre japanische Bandit Ishikawa Goemon 1594 als Strafe für ein versuchtes Attentat zusammen mit seinem Sohn gekocht worden sein. In Nürnberg wurde 1392 ein Tuchmacher auf diese Weise hingerichtet, weil er angeblich seine eigene Mutter vergewaltigt und getötet hatte. Und in Stralsund wurde 1471 ein Geldfälscher zur Abschreckung ins Öl geworfen. In der niederländischen Stadt Deventer hängt der Hinrichtungskessel heute an der Mauer des Stadtmuseums. Anders als in England war das Kochen als Todesstrafe auf dem europäischen Festland vom 13. bis zum 17. Jahrhundert in Gebrauch. Dort war die Strafe vor allem für Falschmünzer, also Geldfälscher, vorgesehen. Ein zeitgenössisches Gesetzbuch schreibt vor: Sollte ein Geldfälscher auf frischer Tat ertappt werden, so soll er über einer Pfanne oder einem Kessel gekocht werden, der eine halbe Elle tief ist und so Platz für den Körper bietet, so dass der Mann an eine Stange gebunden werden kann, die durch die Ringe des Kessels geführt und auf beiden Seiten fest an aufrechte Pfosten gebunden wird. Auf diese Weise soll er in Öl und Wein geschmort werden. Aber nicht immer verlief alles nach Plan. Im Jahr 1488 wurde im französischen Tours ein Geldfälscher genannt Louis der Sekretär zum Tod durch Kochen, Strecken und Hängen verurteilt. Der Kessel war dieses Mal mit kaltem Wasser gefüllt, um die Qualen noch mehr in die Länge zu ziehen. Als der Henker Louis gefesselt hatte, stieß er ihn Kopf voran in den Kessel. Aber er hatte schlampig gearbeitet, denn kaum war er hineingeworfen, da lösten sich die Fesseln so, dass er zweimal an die Oberfläche des Wassers kam und um Gnade schrie. Das empörte die Menschen, die fürchteten, dass das unnötige Leiden des Louis ihre Stadt entehren würde. Sie griffen den Henker an, der eingeschüchtert versuchte, den Verurteilten mit einem großen Eisenhaken wieder unter Wasser zu drücken. Aber als Louis immer wieder auftauchte und unversehrt blieb, glaubten einige Menschen, es sei ein Wunder, dass sich die Fesseln gelöst hatten, und begannen auf den Henker einzuschlagen, der auf dem Bauch lag und verzweifelt versuchte, seine Aufgabe zu erfüllen. Die Situation eskalierte so weit, dass die Menge den Henker erschlug und Louis aus dem Kessel befreite. König Karl VIII. Begnadigte die Stadtbewohner, die für den Mord am Henker angeklagt wurden, und Louis der Sekretär versteckte sich in einer Kirche und traute sich nie wieder, sein Gesicht zu zeigen. Die Hinrichtung durch Kochen kam in Europa Ende des 16. Jahrhunderts aus der Mode, wurde aber beispielsweise in Frankreich erst 1791 definitiv abgeschafft. Die Organisation Human Rights Watch hat 2015 der Regierung von Usbekistan vorgeworfen, dass sie vermutliche Terroristen auf diese Weise zu Tode gefoltert habe. Und angeblich wird die Hinrichtungsmethode heute noch vom Islamischen Staat und den Kartellen Mexikos angewandt. Es ist unvorstellbar, welche Qualen die Opfer einer solchen Hinrichtung durchleiden mussten. Zum Glück ist Kochen bei lebendigem Leib aus den Strafkatalogen der Welt verschwunden. Und noch seltener als im Mittelalter und der frühen Neuzeit findet jemand einen grausigen Tod in kochendem Wasser, Wein oder Öl.